Beim britischen König Charles III. Ist Krebs diagnostiziert worden. Das teilte der Buckingham Palace am Montagabend mit. Obwohl das britische Staatsoberhaupt sich wegen Problemen mit der Prostata in Behandlung befand, soll es sich nicht um Prostatakrebs handeln. Um welchen Krebs es sich handelt, wurde ebenso wenig verkündet wie ein Stadium der Krankheit. Bereits am Montag soll Charles mit regelmäßigen Behandlungen begonnen haben. Laut Buckingham Palace sei der König seiner Behandlung gegenüber sehr positiv eingestellt und freut sich darauf, so bald wie möglich wieder voll in den Dienst der Öffentlichkeit zu treten. Bis auf Weiteres wird Charles öffentliche Auftritte verschieben. Es wird erwartet, dass andere hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses ihn vertreten werden.